Fangen wir mal an. Kurze Vorstellung zu meiner Person. Mein Name ist Matthias Usler. Ich bin Principal Scientist am Office, Institut für Informatik. Wir sind ein, okay, ich darf nicht rumlaufen, ich merke es mir. Wir sind ein An-Institut von der Universität Oldenburg im Informatikbereich und beschäftigen uns seit beinahe Urzeiten, wenn man es so ausdrücken will, mit CIM. Wir sind 2004 damit angefangen, entsprechend das einzusetzen. Kommen halt aus dem Umfeld der Softwareentwicklung, mussten damals ein Produkt beim großen Regionalversorger bei der EWE ausrollen und mussten dafür Daten modellieren. Und dann haben wir mal einen Workshop gemacht und haben einen Tag lang darüber diskutiert, wie man mit einem XML-Schema einen Transformator ausdrücken könnte. Das ist das, was die Tanja Kostic heute Morgen schon gesagt hatte, Nested oder Flat XML-Schema, das macht total Spaß. Wir haben also mit 5 Leuten 2 Tage dran gesessen, einen 2-Windungstransformator übrigens nur, zu modellieren und haben dann festgestellt, dass wenn man from scratch anfängt, solche Objekte für die Energiewende zu definieren, man relativ zügig an die Kapazitätsgrenzen von der Komplexität herstößt. Wir haben dann also kurz ins Archiv geguckt, haben festgestellt, es gibt das CIM und seit der Zeit sind wir eigentlich zumindest als Informatiker natürlich davon begeistert und haben auch Erfahrungen gesammelt. Nur, was ich auch sagen kann, ich mache es jetzt seit 12 Jahren und die Tanja hat vorhin auch gesagt, in Deutschland, Österreich und Schweiz, es hat langsamer Fahrt aufgenommen als beispielsweise in anderen Ländern über See, aber auch beispielsweise als in Frankreich. Was ich jetzt in meinem Vortrag so ein bisschen erzählen würde, ist eben zu erzählen, wie kriegen wir die Komplexität aus Sicht der Normung irgendwie so ein bisschen in den Griff und was ist so Lifecycle des CIM? Die Frage eben zielte ja auch schon so ein bisschen darauf ab, wenn wir Lifecycle sehen, wohin geht das, wie mache ich ein Release-Management, wie gehen die Model-Maintainer entsprechend mit einem CIM um und wie kriegen wir das hin? Diese Folie zeige ich auch immer, weil das ist so ein bisschen die politische Agenda. Wir alle müssen als Techniker immer damit zurechtkommen, was irgendwie die politische Agenda uns für die kritische Infrastruktur Smart Grid vorgibt. Was hier das obere Bild ist, das ist das von der Smart Grid Technologieplattform auf EU-Ebene. Und ich zeige dann immer üblicherweise auf die kleinen gelben Kästchen, das sind keine Blitzeinschläge. Ich glaube, der Akku ist wirklich mittlerweile alle. Das sind tatsächlich, da steht ein kleines I, das steht für Information. Das war damals das, wo wir gesagt haben, ja eigentlich diese ganzen Informationsflüsse, diese Objekte, die wir austauschen müssen, um irgendein Control-Overlay für das Netz zu kontrollieren und überhaupt machbar zu machen, da fließen Daten. Und das CIM ist in jedem dieser kleinen Aspekte drin und hat vor allen Dingen auch immer die fachliche Logik der jeweils konnektierten Aspekte. Das ist so das, was die EU entsprechend gesehen hat. Die Nordamerikaner sind ein bisschen pragmatischer von der Definition her drangekommen. Die haben eben gesagt, Smart Grid ist kein grüner Wiese-Ansatz, wir machen eine Modernisierung des existierenden Netzes für verbesserte Überwachungsschutz und automatische Optimierungsfunktionen der verbundenen Elemente. Was ist der Kern? Heiko Englert hat heute Morgen ja auch schon ein paar Mal auf das Wort eingeschlagen, Interoperabilität. Deswegen machen wir das alles, um eben diesen Übergangsprozess irgendwo hinzukriegen. Wir haben vorhin auch gehört, CIM lohnt sich nicht für eine Schnittstelle. CIM wird irgendwo als ja, Kostenfaktor auch relevant, wenn man mehrere Schnittstellen entsprechend umstellt, wenn man nicht mehr Punkt-zu-Punkt-Kopplungen hat, wenn man auf ein Bussystem geht oder mehrere Busse integrieren will und entsprechend dort vorgeht. Komplexitätsreduktion ist ganz wichtig. Wir haben vorhin gesehen, wie entsprechend sich die N2E-Zahlen entwickelt haben. Das ist eigentlich wahrscheinlich das beste Beispiel, wo man sagen kann, da hat eine Technologie wirklich was Disruptives, wenn man von 7 Monaten auf 12 Minuten für einen Anwendungsfall runtergeht. Als Informatiker kennt man sowas immer, also jeder kennt noch damals Ende der 90er die Siemens S10-Telefone, dann gab es auf einmal eins mit einem Farbdisplay mit 3 Farben. Dann gab es Triband-Handys, wo man nicht mehr wissen musste, ob man E-Netz, D1 oder D2. Man hat sich schon dran gewöhnt, dass technologischer Fortschritt irgendwie so selbstverständlich wird. Das ist in vielen Branchen dann entsprechend auch so etabliert und natürlich auch so langsam in der Elektrizitätsbranche. Nur die Ramp-up, weil man nicht so richtig den Innovationsdruck hat, ist halt ein bisschen höher gewesen. Was wir nicht haben wollen, ist der Blackout. Wir machen das alles, um die Systemkomplexität noch beherrschbar zu haben, um die Interoperabilität beizubehalten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Strom ist ein Commodity, kommt aus der Steckdose und man akzeptiert immer, dass es da ist. Ich wohne im Netzgebiet der EWE und ich kann mich in meinem Leben
nicht an einen Stromausfall erinnern und ich habe eigentlich kein schlechtes Gedächtnis. Ich wäre aber sehr angefressen, wenn es auf einmal einen Stromausfall gibt und würde wahrscheinlich große Vorwürfe machen, wie das denn gerade jetzt passieren konnte. Das wird auch entsprechend sowieso schon so ein bisschen gehypt. Also viele von Ihnen kennen wahrscheinlich auch das Buch Blackout. Das ist nicht ganz unrealistisch geschrieben von dem Mark Ellsberg, wenn man sich dazu beispielsweise den Blackout oder den Technologieausschussbericht des Deutschen Bundestages anschaut, wo eben auch mal geguckt wurde, was passiert überhaupt, wenn wir das Stromnetz verlieren. Ab wann haben wir da Probleme? Kleiner Hinweis, das sind 3 Tage. Aber die Komplexität muss eben eingefangen werden. Das ist halt eine Irrationalität, die wir mit uns rumschleppen. Wir haben Angst vor Haien seit 1973. Haie töten im Schnitt 4 Menschen im Jahr, 20 Verletzte. Babyelefanten töten 250 Menschen im Jahr. Trotzdem findet sich jeder niedlich. Relativ irrational. Man hat Angst im Smart Grid vor Hackern. Der klassische Hacker ist entweder anonymous und möchte die Welt verbessern oder sitzt, also ich als klassischer Hacker sitze abends immer mit einer Skimaske zu Hause vor meinem Notebook und versuche irgendwelche SCADA-Systeme übelst zu penetrieren, weil ich nicht schlafen kann oder will. Es ist irrational und das Gefährlichste in den letzten 20 Jahren im Stromnetz war das hier. Wer kennt dieses Schiff? Die Norwegian Pearl, ein wunderbares Schiff. Ich war bei der Jungfernfahrt, weil ich in der Nähe wohne, entsprechend bei der Werft dabei, habe das gesehen. Und tatsächlich ist die Norwegian Pearl auch ein schöner Übergang zum ZIM, weil man, wenn man das kaskadierende Event sich anguckt, warum kam es überhaupt zu diesem Ausfall, gibt es da das charmante Problem, dass eben die beiden Übertragungsnetzbetreiber unterschiedliche N-1-Berechnungen hatten. Das lag vor allen Dingen daran, dass sie unterschiedliche Limitsets für diese Leitung, die ihnen beide rechtlich gehörte, annotiert hatten. Das heißt, man hat auf unterschiedlichen Datenbanken gearbeitet und während das bei Netzbetreiber A die N-1-Berechnung sagt, ja, können wir abschalten ohne Kaskadeversagen, hat B das richtige Limitset gehabt oder hat auf Basis dieses Limitsets eine Entscheidung getroffen und dann hatten wir den Schlamassel, weil das Schiff eben unter dieser abgeschalteten Leitung durchgefahren ist und wir dann das Problem hatten mit ZIM, also jetzt eine Lanze fürs ZIM zu brechen, wäre es tatsächlich nicht passiert. Weil wir haben eben gesehen, man kann Topologien mit RDF serialisieren und RDF hat die charmante Eigenschaft, dass es einfach ein Subjekt-Prädikat-Objekt-Aussage ist. Also Leitung hat Limit 4711. Man weiß, die Leitung hat das Limit 4711. Hat der andere Netzbetreiber für die Leitung annotiert, Leitung hat Limit 4813. Macht man eine Inferenz auf dem ZIM-Topologiemodell und stellt fest, ich habe einen Widerspruch. Diese beiden Limitsets beziehen sich auf das gleiche Topologieobjekt, aber sind unterschiedlich. Was die Technik uns noch nicht sagen kann, was das richtige Limitset ist, aber sie kann entsprechend sagen, wir haben hier eine Inkonsistenz in euren ausgetauschten Netzdaten über das UCTE-Netz beispielsweise. Bitte Fachexperte, guck mal drauf und zieh das gerade. Das ist was mit ZIM durchaus möglich ist und deswegen hat das Kreuzfahrtschiff dann doch immer noch einen Bezug zum ZIM und deswegen kann man auch durchaus plädieren, dass man das ZIM großflächig eben, obwohl es komplex ist, zur Komplexitätsreduktion auch einsetzen kann. Management Summary, einfach mal so mitten zwischendrin angebracht. Wir reden eigentlich darüber, diese Pyramide abzufrühstücken. Wir wollen von System A und System B entsprechend über eine Schnittstelle gehen und die Integrationsdistanz so klein wie möglich haben. Wir hatten vorhin schon gehört, Punkt zu Punkt, proprietäre Kopplungen, individuelle Integration, teuer, 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 fehleranfällig. Wir möchten deswegen Schnittstellen sauber beschreiben und transformieren können, das heißt eine gewisse syntaktische Interoperabilität haben. Wir einigen uns, ob wir CSV, ganz schlecht, oder XML, schon sehr gut, aber ohne Semantik auch relativ nutzlos, benutzen wollen. Wir gehen dann, wenn wir noch näher kommen wollen, auf ein gemeinsames semantisches Modell, und jetzt kann ich das Wort Ontologie benutzen. Die semantische Interoperabilität wird nämlich dadurch sichergestellt, dass wir uns mit dem ZIM auf eine Domänenontologie einigen. Das heißt, wir benutzen einfach ein gemeinsames Vokabular. Das machen wir hier heute im Raum auch. Ich bin häufig im Dachraum unterwegs und ich glaube, da hat man die Integration geschafft, wenn man in einem Wiener Café einen kleinen Braunen bestellt, den man mit auf den Perron nehmen möchte.
Perron ist Bahnsteig in der Schweiz, wer das noch nicht wusste. Das war mir bis vor 2 Tagen noch unbekannt. Und dabei Deutscher ist. Ich glaube, dann hat man halt die Dachintegration geschafft. Wir machen entsprechend die Integration auf einer technischen Ebene. Das heißt, wir sagen, welche Objekte mit welchen Attributen, mit welchen Relationen wir aus dem ZIM benutzen wollen innerhalb der Profile, sagen dann auch noch, wie wir sie serialisieren, ob wir jetzt RDF benutzen oder RESTful Services, XML, Nested oder Flat. Und am Ende wollen wir zu sowas wie Plug-and-Play kommen. Nur, ehrlich gesagt, muss ich sagen, aus Informatik-Sicht, ich glaube, zu Plug-and-Play werden wir nicht kommen, weil die Komplexität da entsprechend so hoch ist, dass die Investitionskosten sich nicht lohnen würden, das entsprechend gerade zu ziehen. Das heißt, wir gehen mit dem ZIM auf Ebene 3 entsprechend, um semantische Interoperabilität heranzuschaffen. Jetzt habe ich gesagt, ja, wir haben viel gehört, ZIM, Anwendung, 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 aber es gibt auch Leute im Backend, die sich entsprechend damit auseinandersetzen. Das ist meine Scare-Folie, die ich immer so ein bisschen zeige. Das sind nämlich die Gremien letztendlich außerhalb des TC57. Wir haben vom Herrn Rüdiger heute Morgen schon gehört, aus EPRI hatte ursprünglich das sogenannte Utility Communications Architecture 2 Projekt, das ist die 6150 geworden, das CC-API-Projekt ist dann das ZIM geworden, es ging dann in die Arbeitsgruppen über, man hat andere Arbeitsgruppen im TC57 und zwischen diesen Normungsgremien haben wir auf internationaler Ebene immer noch eine weitere Liaison. Wir haben eine User Group, über die wir gleich entsprechend noch was hören wollen. Wir verwenden mit XML einen W3C-Standard. Wir haben auf einer Marktkommunikationsebene sowas wie OASIS, EBXML, UNC-FACT-Standards, ENSOE, EBIX-Standards, die wir entsprechend benutzen. Und so weiter und so fort. Auf Automationsebene benutzen wir mit UML beispielsweise einen OMG-Standard. Wir haben Automationsstandards mit der OPC. Und Sie sehen, ZIM an sich machen ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, obwohl es schon komplex genug ist. Aber sich auch noch konsistent mit allen anderen Anspruchsgruppen und Standardisierungsgremien auseinanderzusetzen und auch mit nationalen Spezialitäten wie beispielsweise Multispeak in den USA, das ist eigentlich das ZIM, nur dass man da eben die Schnittstellen auch funktional standardisieren will oder wollte, das ist ein extrem hoher Aufwand und um das organisatorisch abzubilden, hat sich in der Normung entsprechend langsam was herauskristallisiert, wie man dort vorgehen sollte. Es gibt nämlich dummerweise sehr viel zu beachten. Jetzt muss ich gleich sagen, Tanja, wenn ich irgendwas über den Model Manager Prozess erzähle, was total falsch ist, dreht mich gleich um. Ich werde einfach sehr lange über diese Grafik für den Rest meines Vortrags erzählen, weil letztendlich, wir haben oft gehört, da gibt es ein Tool, da gibt es ein Werkzeug. Das heißt immer, a fool with a tool is still a fool. Das sagt der Karl-Heinz Schwarz immer in den Gremientreffen. Und irgendwie hat er ja auch damit recht. Weil wir müssen auch organisatorisch mit dieser Komplexität umgehen. Wir hatten irgendwann das initiale ZIM-Modell. Das ist charmanterweise dann nicht nur ein Word-Dokument geblieben, was man immer wieder mit Medienbrüchen entsprechend abtippen muss, um dann ein XML-Schema zu machen, sondern wir haben entsprechend ein UML-Modell. Das war zu Anfang in Rational Rows. Rational wurde irgendwann von IBM aufgekauft und IBM hat gesagt, die elektrische Energiewirtschaft ist für uns kein Markt. Wir wollen deswegen nicht Rational im Utility-Bereich pushen. Großer Fehler. Deswegen hat Sparks entsprechend mit dem Enterprise Architect diese Lücke geschlossen und bietet uns ein sehr gutes UML-Tool, wo wir entsprechend das elektronische Modell bearbeiten können. Das wird klassischerweise exportiert und dann gibt es halt auch Dritt-Tools, wie beispielsweise Mozarys ZIM-Tool, JClean ZIM von Tanja, wo man entsprechend auf diesem Datenmodell arbeitet oder als Plugin in Enterprise Architect vorgeht und entsprechend Dinge hinterlegt. Dieses elektronische Modell, das können Sie eigentlich bei der IEC nicht kaufen. Das heißt, Sie kaufen immer entsprechend den Final Draft oder den International Standard und können natürlich auch vielleicht Vorversionen kaufen, aber das sind dann PDFs und da müssten Sie theoretisch dann das XML-Schema entweder abtippen oder entsprechend rauskopieren, was irgendwie nicht Sinn von einem elektronischen Standard sein kann. Das heißt, wir haben da entsprechend dann auch noch auf SharePoints von den Arbeitsgruppen der IEC entsprechend Standards, elektronische Datenmodelle, die zur Verfügung gestellt werden. Es gibt dann natürlich immer einen gewissen Revisionen auf diesen elektronischen Datenmodellen und wir haben vorhin schon gehört, das ZIM entwickelt sich halt stetig weiter. Wir haben auch festgestellt, es gibt 3 Versionen oder 3 große Branches vom ZIM letztendlich, die 61968, die 61.79 und die 62.325. Und aus diesen drei
Versionen wird immer von den Model-Maintainern in einem abgestimmten Prozess entsprechend ein neues Basis-Sim zu einem gewissen Zeitpunkt rausgeschrieben und die entwickeln sich auch unterschiedlich schnell weiter. Also wenn man sich den Namen des Sim anguckt, dann sieht man immer V und dann steht dahinter die Revision des jeweiligen Drittel dieses Gesamtstandards. Es gibt dann die Freeze Versions, die dann die Major Releases entsprechend dann zur Verfügung stellen. Und im laufenden Betrieb ist es so, dass die gesamten ZIM-Dateien entsprechend in den Arbeitsgruppen vor allen Dingen sind. Was man auf der Seite dann der ZIM-User Group entsprechend zur Verfügung gestellt kriegt, ist halt ein Basis-ZIM. Das ist nicht immer das Neueste, nicht Bleeding-Edge-Technologie, also was direkt aus einer Nightly-Build von den Model-Maintainern rausgefallen ist, sondern etwas, wo man auch arbeiten kann. Weil wir haben eben auch schon gehört, es kommt häufig die Frage, wenn ich jetzt aber auf die nächste ZIM-Revision gehen will, wie mache ich das? Es gibt halt drei unterschiedliche Fälle, die man sagen muss. Es gibt disruptive Änderungen. Also wir haben mal das Basiselement des gesamten ZIM geändert. Das ist durchaus disruptiv auf alle Nachrichten, die man dann hatte. Und dann gibt es so die charmanten Änderungen wie, es fallen Teile aus dem ZIM weg, die eh niemand benutzt hat. Das tut dann auch niemandem weh, weil die entsprechend nicht im Standard waren, sondern entsprechend nur in einem Technical Report als Empfehlung drin waren. Das heißt, keine offiziellen Objekte, aber Objekte, die vielleicht mal standardisiert werden sollten. Es gibt Erweiterungen. Erweiterungen sind immer das Einfachste, weil es kommt einfach was dazu. Da müssen Sie nur gucken, haben wir es selber mal proprietär gemacht für unser Unternehmen und wollen wir dabei bleiben oder wollen wir die Migration machen? Und so ist es einfach, dass man mit dem ZIM arbeitet. Das wird alles unterstützt durch die IC, durch die Teams, dadurch, dass die Model-Maintainer einen sehr guten Satz an etablierten Regeln haben, wie sie eben einen ZIM erweitern. Es ist also nicht so, dass sie sagen können, ich habe es jahrzehntelang gemacht, deswegen es gibt immer dann so ZIM-Washing, nenne ich das, in Forschungsprojekten, dann sagt jemand, ja, wir erweitern das ZIM in unserem Forschungsprojekt, machen dann ein lustiges UML-Diagramm und sagen, liebe Normung, baut das ein. Die halten sich aber dummerweise nicht an die etablierten Regeln, wie man eben neue Assoziationen setzt, dass man keine Assoziationen über Package-Grenzen und über jeweilige Grenzen hinwegsetzt, dass man keine Mehrfachvererbung macht, weil das ist im UML alles nicht verboten und deswegen machen die Leute das. Die Model-Maintainer sind letztendlich im Prozess dafür zuständig, darauf zu achten, dass das alles klappt und dass das funktioniert und das Basis-ZIM, was immer zur Verfügung steht, letztendlich so konsistent ist, dass es sich wirklich mit der Toolkette komplett einsetzen lässt. Das heißt, was Sie hier sehen, ist alles im Hintergrund, was gemacht wird, um eben mit dieser Komplexität von diesen 1600 Klassen mit den entsprechenden Attributen in den drei großen Packages umzugehen. Das ist ein unheimlich aufwendiger Prozess, den man so als Nutzer gar nicht so wahrnimmt, der einem erst gewahr wird, wenn man selber ordentliche Erweiterungen machen will, die man auch eben in den Standard einbringen will. Um Interoperabilitätstesten machen zu können, es gibt eigentlich zwei große Interoperabilitätstests, zumindest bei NSOI, wo man eben das Common Grid Model und einmal die Market-Sachen testen will, braucht man diesen strikten Prozess. Weil, wie Tanja sagte, es gibt keine Compliance und Conformance, wenn man es auf dem Gesamtmodell macht, man muss Profile testen. Profile können Schemata haben, und gegen diese Schemata kann man dann entsprechend Schnittstellen implementieren und dagegen testen. Und das funktioniert so ein bisschen so, dass man auf einem entsprechenden Interop, also ich glaube, wir hatten jetzt, wir müssten beim 6. mittlerweile zumindest auf NSOE-Ebene sein, sich trifft und dann die Schnittstellen vorher entsprechend zum Testen identifiziert hat. Es gibt Test-XML-Files, wo dann eben die Validierungstools nochmal drüber gehen. Und dann ist es so ein bisschen so die Big Bang-Bus-Integration. Man klemmt die Systeme aufeinander und guckt, ob sie entsprechend reagieren. Es gibt dann die sogenannten Observers, die eben gucken, wie die Systeme sich verhalten. Und auch wenn man sagt, man hat ein Profil, man hat dagegen implementiert, jeder sagt, man hat den Standard gelesen, implementiert, man hat sich auf ein Basis-ZIM geeinigt, findet man doch eigentlich immer Issues. Das liegt daran, dass wir zwar über Semantik reden, aber Semantik dann auch manchmal überladen wird. In Deutschland kennt man das so ein bisschen mit dem Schloss. Also es gibt das Vorhängeschloss und es gibt das große Schloss, wo der entsprechende Fürst drin wohnt. Es ist aber beides Schloss. Das heißt, natürliche Sprache ist immer nicht eindeutig und solche Fehler treten halt auch entsprechend bei einer Schnittstellenimplementierung auf, wo man dann auch sagt, da kommt ein String, wie lang ist der String, da ist eine
eine Integer-Zahl, wie viele Bit hat die, eine Float-Zahl, wie viele Bit. Es gibt immer Sachen in der Implementierung, wo man erst bei Interoperabilitätstests feststellt, dass man dort entsprechend zusammenkommen muss. Man kann dann Issues submitten, das geht auf eine Issue-List. Man versucht dann entsprechend in den Arbeitsgruppen eine Lösung für diese Fehler zu finden, geht dann an das UML-Modell und die Changes, prüft es in Interoperability-Tests und hakt es dann ab oder geht dann entsprechend weiter. Die ZIM User Group, die gleich noch vorgestellt wird, ist entsprechend vor allen Dingen im Moment da, dass sie das ZIM an sich als Enterprise Architect Modell hostet, weil die IEC halt papierne Standards oder elektronische Standards verkauft und man als Derived Artifact bei dem ZIM Enterprise Architect Modell noch so ein bisschen, zumindest meiner Meinung nach, mit den Rechtsabteilungen im Fluss ist, ob tatsächlich auch das Enterprise Architect Modell, was dann die Leute in den Arbeitsgruppen machen, wirklich schon der IEC gehört und man es dann eben auch mit Kunden eben austauschen kann. Das ist ein ganz pragmatischer Weg, einfach eine gewisse Version kostenfrei zur Verfügung zu stellen und dann entsprechend dort für die Arbeitsgruppen der IEC die Dinge zu hosten. Es gibt dann Webseiten, die sehen die meisten Leute nicht, wo dann in den einzelnen Arbeitsgruppen die einzelnen Standards, Drafts, elektronischen Modelle zur Verfügung sind, damit die Leute in der Normung entsprechend damit agieren können. Die DKE, das ist jetzt noch der alte Server, hat auch zumindest auf nationaler Ebene dann die entsprechenden Dokumente für die Arbeitsgruppenmitglieder zur Verteilung gebracht, zur Kommentierung. Und das ist so ein bisschen der Background-Lifecycle-Normung-Prozess, wo man einfach als Nutzer nicht unbedingt sieht, was an Komplexität in diesem gesamten Prozess hinten drin ist, was auch an Arbeit einfließt und an schlaflosen Nächten von den Model-Maintainern vermutlich, um eben diese Dinge konsistent zu halten und wo dann jemand sagt, aber warum können wir jetzt dieses Attribut nicht aufnehmen und da eine Mehrfachvererbung machen? Es ist einfach so, es gibt gewisse Regeln, sonst ist das ZIM irgendwann nicht mehr nutzbar, gerade mit der Komplexität. Und das ist sehr gut etabliert und wird durch die Normung schon gehandhabt und da müssen Sie als Nutzer einfach nur entsprechend auf die Norma hören, dass man das hinkriegt. Und damit wäre ich durch. Ja, vielen Dank, Matthias, für den Lifecycle im Schnelldurchgang. Gibt es Fragen dazu? Weiß jetzt jeder, wo er hingreifen muss, wenn er an das ZIM möchte? Ja, das kommt ja jetzt erst. Ja gut, dann wird mir direkt, oder, ja? Wie lange dauert es, wenn man ein neues Modell oder ein neues Attribut einbringen möchte? Ja, das ist, wie schnell fährt ein Auto? Das ist eine ähnliche Frage. Es kommt drauf an. Also wir haben ja einen Konsensbildungsprozess dann in der entsprechenden Arbeitsgruppe. Der normale Weg ist so, dass Sie typischerweise das in Ihr nationales Komitee einbringen. Da sind Sie dann selber entweder Experte und arbeiten schon auf IEC-Ebene mit oder nicht. Wenn Sie es über das nationale Komitee machen, müssen Sie den Experten entsprechend darauf hinweisen. Sie machen dann eine Eingabe. Danach würde ich typischerweise, also ich als deutscher Experte, würde dann immer drauf gucken, ist das überhaupt mit den Model Maintainer Guidelines zu vereinbaren? Das heißt, das ist der Pre-Check. Wenn es das nicht ist, dann kriegen Sie es sofort wieder zurück mit einem Hinweis, wie Sie es entsprechend anpassen sollten. Wenn es vereinbar ist, dann geht es natürlich entsprechend auf die internationale Ebene und wird dort diskutiert. Dann kommt es darauf an, zu welchem Zeitpunkt das hat, weil man greift natürlich auch nicht 2 Tage vor einem Freeze für ein neues Basismodell rein. Das heißt, das ist dann abhängig davon, wie es in der nächsten Edition ist, wann vor dem nächsten Sie das haben und ob entsprechend natürlich noch die Fachexperten, die dann auf internationaler Ebene tätig sind, auch ihre Erweiterung als sinnvoll erachten. Also in also im Schnitt haben wir dann festgestellt, 1,5 Jahre. Ja, danke Matthias gerade für diese Ausführung über den ja offiziellen Weg, über das Nationalkomitee. Also das ist ganz wichtig, dass hier die Prozeduren der IEC eingehalten werden. Und vor allem, jetzt rede ich wieder als Sekretär, wir haben schon eine der großen Workload. Bitte 2-mal überlegen, ob man überhaupt was Neues braucht. Erstmal schauen, ob man mit dem, was da ist, weiterkommt. Also was Neues einbringen, das muss wirklich auch der Markt benötigen
und nicht nur ein spezifischer Markt, sondern ein breiter Markt. Weil man muss ja einen Konsens finden. Ne? Also das ist ganz wichtig, TC57 sucht einen gemeinsamen Nenner, nicht die Vereinigungsmenge. Der gemeinsame Nenner und regionale Spezifika können darauf aufbauen. So ist eigentlich der Weg der Standardisierung, weil sonst kommen wir einfach nicht voran. Und wir stehen als Standardisierung auch im internationalen Wettbewerb mit anderen Standardisierungsorganisationen, gerade eben bei solchen disruptiven Umbrüchen in der Industrie. Ich denke, auch das ist wichtig, dass man sich da eben auf Effizienz konzentriert.